Ich lobe nicht viel in dem Video, aber das muss man einfach meiner Meinung nach machen, weil so eine Leistung mit 14 fucking Jahren ist schon nicht übel, Alter. Servus Leute, ich begrüße euch heute wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit dem lieben Robin hier zu Gast, der einfach mal, wie lange seid ihr angefahren? 4 Stunden, 5 Stunden? 5, 6 Stunden. Also das ist geisteskrank, an der Stelle schon mal richtig Respekt, Leute. Wir haben geplant, ein richtig fettes Pull-Training zu ballern. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Robin, falls ihr noch nicht kennt, ist 14 Jahre alt. Er ist nicht nur, beziehungsweise macht nicht nur Fitness, Bodybuilding, wie auch immer, sondern macht auch 7-mal die Woche, glaube ich, das Ringen. Gestört einfach nur dieses Pensum an Sport. Also wirklich übertrieben Respekt, Leute. Wir wärmen uns jetzt erstmal auf und dann beginnen wir auch mit der ersten Übung, Leute. Wir nehmen euch durchs Training mit, labern so ein bisschen, erzählen euch ein bisschen was. Und ja, mal schauen. Wird ein geiles Video, Freunde. Das heißt, let's go. Fragen wir mal Robin, wann, beziehungsweise was laber ich wann, sondern was, beziehungsweise wie, Alter, reden kann ich auch nicht mehr, wie sein Trainingsplan aussieht, so normal. Also normalerweise trainiere ich einen 2x3er-Split, ich trainiere Brustrücken zusammen, dann trainiere ich Schulter, Nacken und Bizeps zusammen, also Arme und die Beine, die fallen manchmal leider weg, habe ich nicht immer Zeit, finde ich immer Lust für. Verstehe ich, Digga, Leute, bei mir war es anfangs nicht anders so und es ist auch bei vielen so, ich weiß, man soll es zwar nicht machen so, weil Beine sind auch wichtig und meiner Meinung nach, also aus meiner Erfahrung, werden Beine mit der Zeit so immer wichtiger, also ich denke mir jetzt so, geile fette Beine haben wir schon geil. Ist auf jeden Fall ein guter Plan, wenn du dich so zurechtfindest, mega einfach nur. Wir starten jetzt auf jeden Fall mit der ersten Übung und zwar Latzug mit dem engen Griff. Ich weiß nicht, machst du normal, du machst immer mit breiten Griff, oder? Ich mach immer breiten und engen Griff, wenn ich die Möglichkeiten habe. Die gibt es ja jetzt auch bald, ich baue ja mein Homegym um. Ja, richtig. Aber normalerweise. Davon erzähl da unbedingt später nochmal mehr. Robin hat mir vorhin schon erzählt, die bauen da jetzt ein fettes Homegym. Das ist richtig, richtig geil, werde ich auf jeden Fall später noch was erfahren. Bevor wir beginnen, Leute, wärmen wir uns natürlich noch schön auf, machen 2, 3 Aufwärmsätze, bevor wir dann ans eigentliche Arbeitsgewicht gehen. Und Robin macht einfach mal eine fucking Gewichtsstufe weniger als ich, Digga. Also ich glaube, irgendwas mache ich falsch. Money on top of the flows, top of the charts, top of the globe. Build a machine and it's top of the line. Started with nothing, I'm watching it grow. On top of my dollars, on top of the gold. You ain't on top of your shit and it shows. Top of the morning, get top in the morning. It's a long story, watch it unfold. Robin hat sich jetzt ausgezogen, nachdem er jetzt mal wahrscheinlich einen Punkt bekommen hat. Und alter Schwede, Robin, also ohne Witz. Ich weiß, ich lobe nicht viel in dem Video, aber das muss man einfach meiner Meinung nach machen, weil so eine Leistung mit 14 fucking Jahren ist schon nicht übel, Alter. I got a fear of again complacent. Too many friends with a talent that wasted. Feels like it bothers me more than it bothers them. How is that possible, homie? I hate it. I know what I got, know what I need. Life keep on moving, slow down the speed. Buried my friend when he died, I was drinking a coke. That's not how you properly grieve. I seen some shit that you wouldn't believe. I've gotten swindled and I've been deceived. Wir sind jetzt bei der dritten und letzten Rückenübung und zwar High Rows. Für den nochmal mittleren Rücken, da machen wir jetzt 2 Sätze und dann hätten wir den Rücken auch schon erledigt. Also, let's go! My pace, Jordan 1s, gotta keep them laced. If she bad, I might have to get a taste. Whip go vroom, all set, I'm on a chase. I don't think they running at my pace. Jordan 1s, gotta keep them laced. If she bad, I might have to get a taste. Okay, Freunde, ich glaube, eine ganz interessante Frage, die wir mal an Robin stellen werden. Und zwar, was mich interessieren würde. Wie ernährst du dich derzeit? Also ich tracke meine Kalorien nicht. Ich schätze Kalorien, aber bei, dass ich auf mein Eiweiß komme, bei uns in der Familie wird generell Eiweiß halb gekocht und auch gesund gekocht. So war es bei mir auf jeden Fall auch so am Anfang. Ich habe noch Anfang an nicht so wirklich Kalorien getrackt, sondern eigentlich so immer das gegessen, was meine Mutter gekocht hat. Aber meine Mutter war halt so viel Gemüse, sehr eiweißhaltig, wie auch bei Robin. Ich habe auch dann so ein bisschen langsam begonnen zu supplementieren, also Eiweißpulver und so mit reinzunehmen. Und dann kommst du ja eh schon auf einen gewissen Proteinanteil sozusagen, den du täglich zu dir nimmst, was dann auch oftmals reicht. So bei mir wurde es dann, muss ich sagen, mit den Kalorien halt oftmals zu viel, dass ich dann ordentlich zugenommen habe. So. Für alle Leute, die meine Vergangenheit wissen, was die Massephasen angeht, Leute, ihr wisst Bescheid. Aber ich glaube, Robin, also Shreds sind auf jeden Fall da. Also machst du auf jeden Fall alles richtig, würde ich sagen, was die Ernährung angeht. Aber hast du auch mal vor zu tracken? Ich schaue auf jeden Fall mal vor zu tracken, vor allem wenn es auf die Bühne gehen soll. Und, ja? Ja, aber jetzt erstmal denke ich so, dass es so gut geht. Und ich habe auch Glück, dass generell unsere Familie sehr sportlich ist. Mhm. Mein Bruder macht ja auch den Kraftsport. Mein Vater hat jahrelange Erfahrung, schon seit 20, 25 Jahren. Und da ist das Essen. Also eine sportliche Familie, die auf die Ernährung achtet. Geiler geht's doch nicht, Freunde.
war's Training, Alter? Heute war richtig geil. War geil, oder? War richtig geil. Haben jetzt noch ein paar Bilder zum Schluss gemacht, haben auch viel gelabert unter den Dings, weil wir haben uns jetzt heute auch zum ersten Mal gesehen und ich finde es immer auch richtig geil, einfach neue Leute kennenzulernen. Ich habe ja vorhin gesagt, Robin, dass du dein eigenes Homegym baust, beziehungsweise, genau. Ja, erzähl mal kurz, was ihr da macht. Also wir hatten ja, also ich hatte ja vorher schon ein Homegym, nur das wird jetzt erweitert. Daneben dran die Garage, wird auch umgebaut und wird ein Homegym und haben uns 10 bis 12 Geräte, ich weiß gerade nicht auswendig, aber geile Geräte richtig, von der Studioauflösung heftig, zugeschlagen bei einer Studioauflösung und das Homegym wird jetzt erweitert und das wird auf jeden Fall. Also richtig geil, Robin hat nicht mal eine Gym-Mitgliedschaft oder so, weil er halt eben alles zu Hause hat und in seinem Fall ist es halt mega, mega praktisch und gut. Aber jetzt, Freunde, ab nach Hause. So, die Jungs haben sich jetzt schon angezogen, werden mich jetzt verlassen, bleiben sogar noch eine Nacht in Berlin. Also werden morgen noch mal fleißig pumpen gehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, 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 Leute. So, Freunde, mittlerweile schon Abend gegessen. Jetzt gibt es noch mal eine kleine Nachspeise und zwar Proteinriegel. 2 Stück, einmal den No Way Bar Choker in White Choco Karamell und noch einmal, Freunde, den No Way Bar Choker in Karamell Choco Chunk. Und was noch geiler ist, er ist einfach mal zu 100% klimaneutral. Ab dem Kauf von einer ganzen Packung bekommt ihr bzw. spart ihr 10%. Das heißt, nutzt es auf jeden Fall aus, bestellt über den Link und ja, lasst es euch schmecken. Okay, Leute, nach der kleinen Nachspeise werde ich mich auf jeden Fall jetzt verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir unbedingt in den Kommentaren da, ob ich vielleicht demnächst noch ein bisschen mehr mit Robin drehen soll. Und somit würde ich mich verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Peace out.